what'll happen to me when you're done. Plan to start a family with someone. Am I an option or for fun? Baby, tell me now before I run. What about us? What about us? What about us? What about us? With more confusion, you know that I can treat you better. And all of these years I've wasted, you always come running back over and over and over again. We don't have to fight. So, nee, bin noch nicht eingeschlafen. Immer noch nicht am Schlafen. Unglaublich. Mein Biorhythmus ist sowas von verhagelt. Wir gehen jetzt weiter ackern. So, als Strafe, Lono. Wow, brüll mich an. Was auch immer. Lono. Wow, brüll mich an. Mal gucken, wie lange wir es schaffen. Mich jetzt irgendwie auch das erste Mal, dass ich so früh dann da bin wieder. Guck mal, René ist auch da. Hey, musst du nicht arbeiten? Wow, also sowas habe ich noch nie erlebt. Echt, sowas habe ich noch nie erlebt. Bin 3 ins Bett. Meines müsste 3 gewesen sein. Dann lag ich bis um 4:30 wach im Bett und dann bin ich aufgestanden. Dann gucke ich schon jetzt die ganze Zeit lang, habe ich jetzt einem amerikanischen Streamer zugeschaut, der Manny da spielt. Ja, und kämpft da so an einer Mission dran rum, wo er nicht weiterkommt. Und das hat mich genauso irgendwie angefressen wie ihm. Und da war ich jetzt schon 2 Stunden oder was bei ihm zuschauen oder 2,5 Stunden. Hab zwischenzeitlich mal noch den JCB dann verbessert und auf den Server geschmissen. Den habe ich jetzt auch schon gekauft. Ja, und jetzt gehe ich her, mache das Kartoffelfeld fertig. Dann lagern wir die Kartoffeln ein und dann gehen wir hier, tun wir, ja, wenn es Straw Wars beginnen oder keine Ahnung was, ja, schauen. Wir werden den Tag schon irgendwie rumkriegen zusammen, oder? Was natürlich dann sein kann, dass ich heute Abend um 7 Uhr, 6, 7 Uhr. Hey, Kandel! Hallo, grüß dich, willkommen beim Schuh. Was natürlich sein kann, dass ich heute Abend dann sowas von schlafmüde um 19 Uhr, 20 Uhr dann vielleicht hergehe und sage, hey, wir machen doch kein Speedrunner heute. Ja, und dann auch keine allnächtliche Sendung, wie es jetzt die ganze Zeit im Urlaub der Fall war, sondern halt dann erst um, warte mal, was ist heute? Donnerstag, ne? Dann erst am Freitag morgen dann wieder irgendwie irgendwas schauen, wie es funktioniert, wie es geht. Also bei der Verfassung jetzt, glaube ich, setze ich mich auch nicht mal mehr ans Studio ran heute. Du bist echter Bauer? Ah, und ich bin echter Trucker. Willkommen beim Schubeck. Ich fahre den ganzen Tag Trucker.
uns die Hand reichen. Es ist nur der eine Buchstabe. Was da so ein bisschen anders ist. Ja, ich befinde mich gerade im Urlaub. Deswegen bin ich jetzt heute Morgen schon da. Sonst normalerweise immer abends 20 Uhr, dann mal nachmittags, wenn ich mal früh nach Hause komme. Aber in der Regel ist es immer 20 Uhr abends bei mir. Warum will der nichts ernten jetzt hier gerade? So? Hängen geblieben? Was ist das Problem hier? Kommt hier nicht runter, muss ich von Süden anfahren. Alles klar. Nehmen wir das Ding hoch. Süden, sagte ich Süden? Westen meine ich natürlich. Aber kann du bitte nicht schimpfen, wie ich das alles mache und so. Ich mache so, wie es mir am liebsten Spaß macht. Ne? Also Realität ist draußen, wir sind hier in einem Spiel. Möchte ich dahingehend schon gleich mal bremsen. Etwas gegen was auffällt, was man jetzt eigentlich in echt jetzt nicht machen wird oder so. Ne? Ich bin nur hier, um Spaß zu haben. Ah, du siehst es wenigstens so, wie es, wie man sehen soll. Ja? Das ist gut. Passt. So. Alle 3 Stunden ein Monster? Machen wir so heute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da lasse ich aber das allerletzte Monster, bevor ich schlafen gehe, dann ausfallen, dass ich dann auch wirklich schlafen kann. Unglaublich, sowas hatte ich echt schon Jahre nicht mehr, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte. Ich habe mir gestern 12 geholt, es sind noch 2 da. Ne, vorgestern. Wann war das? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Konkurrenz habe ich, bin ich schon zu dir. Es wird mir langsam so teuer. Ich muss mir mal eine gescheite Kaffeemaschine holen. Eine, wo ich schön so aufbrühen, selber aufbrühen mit Filter durchlaufen lassen, wie man es halt von früher kennt. Stelle ich mir daher. Dann mache ich mir jedes Mal, wenn ich hier sitze, mal einen Kaffee oder so. Ja, weißt du, das Monster wird warm und Kaffee wird kalt. Aber wenn man einen guten Kaffee gemacht hat, dann schmeckt er auch kalt. Aber warmes Monster, es wiederum schmeckt natürlich jetzt gar nicht, ne? Heute oder morgen nochmal? Ja, alles klar. Ja, was? Ach, guck mal, Bone Parasite. Ey, du hast ja den Namen jetzt wieder fast richtig geschrieben. Was machst du denn schon wach bzw. online? Ja, was mache ich denn? Ich spiele LS. Ja, du warst lange nicht mehr da. Was ist denn los? Ich habe schon gedacht, ich müsste Vermissensanzeige aufgeben. Ich habe echt schon gedacht, du wolltest von mir nichts mehr wissen, weißt du? Ich habe irgendwie einen dummen Spruch dir gegenüber mir geleistet.
woran ich mich leider nicht erinnern kann, konnte, kann, immer noch nicht kann. Ja, bist du also nur umgezogen. Ist doch schön, dass du da bist. Was, ins Frankenland? Welches Frankenland? Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken, Westfranken, Ostfranken. Westfranken, Ostfranken gibt's ja nicht. Ne, wo bist du hin? Wenn jetzt sagst, du bist zu mir in die Nähe gezogen, um mich zu stalken, ne? Setz was. Dann setzt es was. Oh, Winz. Ach, Winzbach bei Ansbach. Ja, da habe ich früher mal gewohnt. Feuchtwangen. Das ist schon ganz lange her. Das ist schon Ose. Ja, mit Mittelfranken bist du. Ja. Wieso hast du darüber nichts erzählt, dass du irgendwie am Umziehen bist oder sowas? Ich habe mir echt schon Gedanken gemacht, dass da irgendwas passiert ist bei dir. Mit dir. Ach nee, das ist nicht so wichtig, wenn... Ja, okay. Man macht sich halt schon Gedanken, selbst wenn jetzt so tiefere, feste Verbindung zwischen uns besteht. Und wir haben uns relativ gut im Stream eigentlich verstanden, via Chat. Da macht man sich dann schon Gedanken, dass der oder das Gegenüber dann auf einmal nicht mehr da ist. Macht man schon, ne? Weißt ja, wir haben uns beide immer recht gut verstanden. Also, meine Einschätzung, meine Empfindung gewesen. Plötzlich war er weg. Ja. Ja, viel ist es nicht mehr. 2,5 Hektar vielleicht noch. Wenn überhaupt. Das war doch gar nicht so gemeint. Hey, ich habe ja gar nicht das Recht dazu, weißt du? Du bist ja nicht mal im Stream-Team. Du bist halt einfach nur einer, mit dem ich mich saugut verstanden habe im Stream selber. Warst zur rechten Zeit, am rechten Ort, hast du mit mir gechattet, wenn du gesehen hast, dass mir mal langweilig war oder mir nichts eingefallen ist oder sowas. Das war super. Ja, man darf auch mal die Zuschauer loben. Hm? Ja. Ja, jetzt habe ich mitgekriegt. Ich bin ja auch umgezogen. Hm? Ich saß ja vorher so da, jetzt sitze ich so da, habe das Fenster hinter mir und Duffy ist auch da. Hm. Ey, da muss man einfach nur mal Urlaub haben, morgen streamen und dann lässt sich plötzlich der Bone Parasite blicken. Hm.
Ich sehe so frisch und jung aus. Schau dir mal einen Stream von vorgestern an. Mach das mal. Schau dir mal einen Stream von vorgestern an. Einfach nur mal Stream anmachen, 10 Minuten vorspulen, dann siehst du mich und das Bild. Und ja. Ich sehe so frisch und jung aus. Ehrlich. Oh, das Monster muss ganz schnell rein. Und Renimo ist fort. Na dann. Ich werde dich lesen, wenn du da bist. Werde ich lesen. Nee, ich habe keinen Jungbrunnen gefunden, um ehrlich zu sein. Ich habe mich nur endlich mal überwunden, mir den Birdie vorne abzuschneiden. Ja, auch ich selber empfand es dann auch schon zu lang. Und ich musste morgens ein Bad waschen, abends ein Bad waschen, morgens föhnen, abends föhnen. Nichts. Alles. Das war alles viel zu lang. Die Zeit, die es benötigt hat und der Bart natürlich auch. Boah, Heidrun hier, boah. Also seitdem Grandma Max die 1.3 Haut raus hat, eher ein bisschen weniger gespielt. Ja. Ja, seit ich bin ja jetzt schon in der zweiten Woche Urlaub, bin jetzt, die neigt sich langsam am Ende hin. Und ich war eigentlich mehr am LS-Suchten als an allem anderen, was wir eigentlich vorhatten in den 2 Wochen. Beständig sind nur die Änderungen. Dann kommen wir mal erstmal leer, kommen wir neu ansetzen. Oder? Ja. Machen wir das mal. Gut, dann bringen wir mal ein bisschen Zeug da weg. Ja, den JCB habe ich ausgetauscht. Unser alter große 8330 ist verkauft. Wir haben den Ersatz JCB als Mod auf den Server geschmissen. Mit ein paar mehr PS, wie es eigentlich gerade so okay ist für die Kampfszene. Ich habe da schon einen kleinen Test gemacht.
Der hier fährt sogar 3 km/h langsamer als der Original JCB. Hast du mich schon länger fragen wollen, das warte mal. Hat Zeit zum Lesen gerade. Zur Kurve. So, jetzt kann ich mal auspendeln. Was für ein Spiel meinst du? Klar, du bist lang genug da. Ich denke mal, man kann sich mal unterhalten, sich noch ein bisschen kennenlernen. Können wir gerne mal machen. Aber nicht live. Das machen wir dann mal, wenn wir nicht live sind. Ganz so Art Bewerbungsgespräch führen. Sachen abklären. Und dann kann man dich bestimmt integrieren ins Team. Klar. Ist ja keine Ninja-Anfrage. Hey, darf ich mitspielen? Bist ja eigentlich schon. Lange bist du schon dabei? Ich weiß gar nicht. Gott, dein Name ist so komisch einzutippen. Machen wir Steuerung, Copy. Sechs Monate, eine Woche. Ja, kommt hin, Februar. Das Tolle, was der große 8330 hier hat, das ist der von Stevie. Der hat die Allradlenkung. Genauso wie der Vierer JCB. Oh, das ist so herrlich. Oh, das ist so herrlich. Ah, da kommt er schön rum. Ja, der IT ist nicht so schön. Wir waschen hier unsere Kartoffeln. Ah ja, super. Wer hat das wieder angemacht, ey? Das Motor starten. Warum willst du jetzt nicht gehen? Was ist los? Was so drauf das Zeug? Wovon oder was?
Was ist das für ein Käse? Ich habe gedacht, ich hole mir nochmal das Förderband, das Autoload-Förderband hierher, bevor ich das alles mit dem, bevor ich das alles mit dem Dingens mache. Bevor ich das jetzt alles mit unserem Radlader mache, mit dem Radlader da rauffahren, ja okay, gibt halt nur Matschkartoffeln. Ich dachte, holst das Förderband, schmeißt das Förderband hier drauf. Ich glaube, ganz gute Idee. Wow. Denkung ist echt mega. Hat noch nichts gebracht, war. Gleich nochmal Abrechnung. Ja, das macht echt Sinn, dass der hier mit 54, 55 jetzt hochkommt, als dass er mit 22, 20 da hochkriegt. Ja, das passt total. Ja, der Gavel hat gestern schon gemerkt, der Gepandus. Ich selber war es auch leid, weil es wirklich
ein Unding ist für einen Packer, der eigentlich fast 400 PS hat, dass er hier mit einem leeren IT-Container und IT-Anhänger es nicht schafft, nicht so mal mindestens mit 50 einen Berg hochzufahren. Das war echt ein Unding. Da ist es jetzt echt gut gewesen, dass wir den Mod mal reingenommen haben. Käse. Alter. Man darf sich hier nicht bewegen, oder? Aber hey. Wenn sich befreit hat, ey. Was? Heute soll es eine Bullenhitze werden, hat man mal irgendwer erzählt. Oder habe ich es gelesen? Ich glaube, ich habe es gelesen, bitte. Hier ist es in den Kreisholzhock drin. Was haben wir drauf? Was ist VCA? Du brauchst dich um keinen Mod zu kümmern, wenn du ins Streamteam kommen solltest. Willst du alle Mods von uns bekommen, die du brauchst, um bei uns mitspielen zu können? Da gibt es im Discord da unten auch eine tolle Gruppe, wo man sich dann informieren kann. Und dann auch sämtliche Informationen dann zu sehen sind, welche Mods dann benötigt werden, welche wegkommen und so weiter und so fort. Wöchentliche Mod-Updates, wöchentliche Benachrichtigungen. Grundsätzlich soll man sich bei LS merken, dass Mittwoch Stream ist. Das heißt, so spätestens 5 vor 20 Uhr dann im Discord einbinden. Weiß in der Regel halt, ne? So Standard. Also wirklich modmäßig brauchst du dich um gar nichts kümmern. Oh. Gerade hier ein Papierpresse hinter mir. Hat schon Krach, ey. Macht ganz schön Krach, das Ding. Ja, siehst du doch unten rechts, dass das, dass wir das haben, oder? So, hier machen wir mal auf.
Also meist das nicht Vehicle Control Add-ons, sondern Enhanced Vehicle irgendwas. Wir müssen ja alles durch. Und das nochmal drauf. Förderband anschalten. Bäh. Oh, weiß ich nicht, also das müssen wir in der Kapanis machen, glaube ich, keine Ahnung. Der hat die Skriptsachen und die ganzen Mods im Blick eigentlich. Dafür habe ich abgegeben, damit habe ich eigentlich kaum noch was zu schicken. Wir haben genügend Zeugs drauf. Alles, was sinnig macht, sinnig ist, sinnig macht. Bis dann, wenigstens wenn du dann da bist und alles dann sehen, was wir für Mods am Arbeiten haben. Ach, irgendwas um die 5 GB. Wo
Da sind glaube ich 2-3 Maps drauf irgendwie. Nicht, dass du jetzt erschrocken bist oder so. Oh, was ist das denn? Schönes Kartoffelhäufchen. Mit dem Jesse B wieder gebannt kann ich auch besser zurechtkommen mit dem Drehschemel. Den kann man wunderschön, wunderschön rangieren. Dicke Sache, ey. Wenn wir uns den nicht schon gleich auf unser drauf gepackt haben. Sollen wir Bone Pearl sein? Boni? Den Namen hast du vorher gehabt. Also so, du hast ja mal gewechselt. Was war denn das war, ne? Also ich kann mich noch dran erinnern. Ah, Pixelface war es, okay. Wo war's? Wie habe ich dich früher immer genannt? Oder abgedampft bist.
bauen. Okay. Ui, das hatten wir heute Nacht schon mal. Ja, ist geil, ja. Nee, wusste ich nicht. Was denn? Und wo denn? Im Steam Workshop oder was? Okay. Das hört sich sehr interessant an, also es liest sich sehr interessant. Oh, ey. Irgendwie schiebt er mich weg. Ja, vermutlich, weil die 1.3 draußen ist, ne? Ist wahrscheinlich. Denk ich mir mal.
Ja, war mir schon klar, dass das erst mit 1.3 kommt. Seitdem Max der Patch raus hat. Hoffentlich passiert ja nichts. Oh shit. Auf damit. Fertig. Das wäre durchaus möglich, ja. Dass der neue Shop vielleicht da Probleme macht gerade. Ja. Boah, was ein Leck, du. Alter. Komm, wir gehen mal aus der Innenansicht raus, ey. Wow. Tipp gibt es bei mir nicht. Überhaupt Merchandising eigentlich eher weniger. Auch nicht so.
Und es bestimmt Shirt schreiben, oder? Kann das sein? Ich müsste erstmal die Nachfrage steigen dafür. Können wir vielleicht mal was anleiern? Du würdest es eh nicht mögen. Das T-Shirt wäre eh nur schwarz und hätte grüne Buchstaben drauf. Ich bin dann noch in irgendwas in Vorbereitung. Ich möchte nur irgendwas mit Schuhe machen. Mit dem Logo. Wobei das SB eigentlich so wie es jetzt ist, eigentlich schon relativ bekannt ist doch. Wieso Baby Boys? Baby Boys ist langweilig. Mach ich auch nur ganz kurz jetzt. Warum nimmt jeder Baby Boys? Baby Boys ist sowas von langweilig. Ja, witzig sind auch die anderen. Das macht mir mehr Spaß, doch ja, das passt viel mehr zu mir heute. Weil es ist besser, ja. Oh, ich habe eine Idee. Wir müssen da präventiv handeln. Das machen wir definitiv mal teurer. Just to feel that now, 'cause I ain't got no friends.
Ich muss irgendwann mal hergehen, muss mal eintragen, wie lange ich dann so spreche oder so. Derzeit ist es immer nur so für ein, zwei, drei Sätze oder sowas. Ich werde mal vielleicht irgendwie mal Preise mal anpassen, vielleicht noch einen Timer irgendwie setzen oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Neuesten, die seltensten sollten auch nur ganz wenig zu hören sein. Jetzt habe ich mal, ich habe es mal ein bisschen verändert. Haben wir da irgendwie Sonne ans Gesicht? Oh, warte mal. Was sieht hier aus, ey? Sieht ja aus. Oh. Erwartet heute mal auf jeden Fall keine Show von mir. Da bin ich heute nicht fähig. Ich spiele einfach vor mich hin, mehr nicht.
Ich muss mir das dann mal näher herholen. So, warte mal. Gucken wir mal. Wo ist das denn? Gucken wir da her. Da hatten wir schon wieder einen Container voll. Mich ist echt kommen weg hoch. Hey, bis bald dann. Langsam, bevor wir umkippen. Oh, weiß ich nicht. Musst du den Befehl suchen, müsste dann Standardbefehl sein, dürfte eigentlich gehen. Okay. Warum macht ihr das nicht? Ja, bestimmt. Wenn er sogar Tage oder Wochen. Zwei Wochen eher nicht. Das sind ja immer nur 2,5 Stunden Shows. 6-7 Mal die Woche. Jetzt im Urlaub extremst viel gespielt. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, wie viel insgesamt. Viel zu viel eigentlich. Wer ist das? Mein Sohn? Mein Sohn, grüß dich, servus beim Schubel. Wenn ich müde aussehe, kann sein, dass ich müde bin, nur zur Info mal. Und die ganze Nacht schlafen. Also ich wache gerade meinen Tag durch. Heute Abend kein Snorer, ne? Ist wahrscheinlich. Das hatte ich echt noch nie. Ja, bei mir hängt es mit dem Urlaub zusammen. Ich bin schon die ganze Zeit recht wenig Abend, beziehungsweise immer von Tag, merkst von Tag zu Tag, komme ich immer eine Stunde später in die Falle. Angefangen mit 1, dann 2, dann 3, dann halb 4, halb 5, 6. Ne, gar nicht wahr. Nicht jede, nicht alle Stunde, sondern immer eine halbe Stunde länger. Wirklich anschauen können, von Tag zu Tag, immer später, also immer früher, früher, später ins Bett gegangen. Hängt bestimmt auch mit dem Vollmond zusammen, mit dem Abnehmen jetzt. Guck mal, heute Nacht können wir dann wieder besser schlafen. Heute Nacht, morgen Nacht. Ich habe es auch eher weniger mit dem Mond, ich habe es viel mehr mit der Helligkeit. Wenn Vollmond ist, ist es irgendwie grundsätzlich ein bisschen heller und wenn es grundsätzlich ein bisschen heller ist, habe ich irgendwie Probleme einzuschlafen. Das hat ja nur indirekt ein bisschen was mit dem Mond zu tun bei mir jetzt. Wenn es überhaupt was mit dem Mond zu tun hat und nicht eher mit dem Monster.
Wobei gestern Abend war es eher der Äppler. Weniger das Monster. Aktivitäten. Ne, irgendwas scheint trotzdem im Wetter zu sein. Also zumindest bei mir, wenn es immer irgendwie so diesig wird und wenn da irgendwie sich ein Gewitter oder was anbahnt oder überhaupt ein Regen, also ein Tiefdruckgebiet, das merke ich dann schon. Also ich bin da eigentlich gar nicht wetterfühlig oder sowas. Aber ich kriege an den Tagen dann ganz schnell Kopfschmerzen. Keine Ahnung. Hängt bestimmt mit mir das zusammen. Auf jeden Fall. Da kann ich mir das nicht erklären. Oh, echt jetzt? Nur am Wegrutschen. So schwer für die Gamsting, der Holme. Lass noch erleben da. Voll und du brauchst noch ein bisschen. Oh, das war schon. Egal, ich will jetzt trotzdem erstmal einen Tank auf. Also auf dem Feld darf jetzt nicht mehr wie 38.000 stehen. Komm mal daher gucken. Bist du jobmäßig umgezogen oder was? Ohne? Okay. Gehen so an.
Du musst das jetzt nicht alles schreiben, ne? Wenn es keine Ahnung was angehen soll, nur so irgendwo mal. Denk dran, das Spielen müssen irgendwie. So, das war das Feld 27. Okay. Dann macht man das dann halt schon eher, ne? Ja. Okay. Weiß nicht, wie man das erklären kann. Volksfest trifft es am besten. Erdnuss, Zuckerwatte, Sahne, Vanille. Nennt sich Milieu.
Ja, so klebrig süß. Weiß nicht, kann den Geschmack so nicht definieren. Auf jeden Fall nichts, was kühlt. Eher was so eher süß ist. Mit halt dem genialen Geschmack von der Erdnuss, der Vanille. Ja, und dann halt das gewatten Aroma dann. Muss man probiert haben. Entweder man liebt es und ist verschossen oder man mag es gar nicht. Ich habe ziemlich viel ausprobiert in der Findungsphase. Und bin dann noch nicht bei dem hängen geblieben, weil es nichts anderes daran kam. Muss ich jetzt echt schon wieder on banne? Bitteschön, tschüss. Kann man keinen Ruf vor euch haben? Alter, ey. Hätte mal, wenn ich Müll bin, habe ich mal eine Ruhe vor euch. Leute. Geht woanders Werbung machen. Hier brauchen wir jetzt mal eine Lampe. Jetzt einfach. So, hier wird repariert, glaube ich, in der Ecke. Was? 1122 hat er mir abgezogen. Hat mich der Einsatz gekostet. Ganz schön crazy, ne? So, wo stelle ich dich rein? Gut, fahren wir nächste Frage. Das schon auch.
brauche hier noch eine Lampe. Kannst du so eine Spiele hier? Dunkelnacht. Hat hier an der Ecke. Egal, ob das durchs Dach geht. Sieht man öfters mal. Das ist okay. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, ob ich mich dann nochmal hinlege. Zumindest so geplant, dass ich schon noch so lange mache, bis nichts mehr geht. Cam werde ich dann vielleicht mal ausmachen oder so. Mach ich gleich, bevor ich vergesse. Bin heute irgendwie nicht Cam freudig. Nee, das weiß ich nicht. Eher nicht. Mal eher nicht reparieren. Aber auswählen. Wird bei uns ja auch nie gemacht. Gucken eigentlich schon zu, dass wir Originalmaschinen und so auf der am Spielstand haben, auf der Karte.
Geht mal ein bisschen was ab, ey. Ja, genau. Und wer macht hier weiter? Meinst du? Einfach mal aufs Feld drauf gehen, den Helfer ernten lassen. Der Helfer voll ist. Wenn man mit keinem redet. Im Hintergrund hört man die Schnarchgeräusche. Warte mal. Schaut's denn eigentlich preismäßig mit den Früchten aus? Oh, Weizenpreis steigt. Cool. Haferpreis sinkt. Das ist mir egal. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie ist mir das egal. Die BGA Gamsting ist mittlerweile reingekommen als Gabestelle für die Gage. Das ist sehr cool. Der Preis sinkt. Warum nur? Nur das. Preis für die gewaschene Kartoffel steigt. Ah, cool. Cool, cool, cool.
So, dich bringen wir zurück auf den Hof. Da wo du hingehörst. Wir können mal hinterher bei die Biskitistel fahren, gucken, wie die Paletten schon da sind. Mal die Palettenkabel mitnehmen. So flink und so beweglich. Fällt mir echt besser als der kleine Fremde, der alte. Oh, warte. Ah, stopp, mir haben wir was vergessen. Fast zwei ganze Paletten voll. Wir müssen den Tieflader noch mitnehmen. Was ist los, Bone? Hatte einen spanischen Zuschauer. Echt? Wann denn? Wo denn? Hab ich irgendwas verpasst? Die keinen. Okay, cool. Mir nicht. Wo ich dich jetzt allerdings hinterfahre. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal her und mach mal die Waschanlage leer. Anhänger ist super gehen. Wenigstens glitscht er dann in den Boden rum. Okay. Lass ich dich mal kurz da stehen und dann gehen wir mal kurz her. Hol mal ein paar gewaschene Kartoffeln und kipp die dahin. Voll. Haben wir noch genug? Dann machen wir erstmal voll. Und wir machen erstmal das Lager voll hier. Noch 122.000, was ich noch hinkriegen muss. Den Platz haben wir auf jeden Fall. Da können wir noch. Da können wir eigentlich Feld 27, Feld 34, Feld 36. Und Feld 30 abernten mit Kartoffeln voll und alles reinkippen. Er ist so süß, dieser Sinus. Mir gefällt der volle Lotte. Ja, die wollen wir alle waschen, genau. Da bekommen wir gutes Doppelte an Geld. Außerdem so hat man was zu tun. Ja, man muss nicht dauernd auf dem Feld rumeiern, man kann auch mal so arbeiten machen. Ich finde es total cool. Hier einfach mal stundenlang jetzt mit dem Radlader die Kartoffeln zu waschen. Und nicht. Man muss nicht immer draußen auf dem Acker hängen. Da wir eh keine Viehwirtschaft betreiben, sondern nur Landwirtschaft,
Ist es vollkommen korrekt, dass man auch mal so mit seinem Ertrag bzw. Verdienst auskommen muss, ne? Portieren? Oh, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, ob dieses Verpackt-Förderband hier auch gewaschene Kartoffeln in Kartons verpackt oder ob das dann normale Kartoffeln werden wird. Dann war die ganze gewaschene Aktion für die Katz. Damit der jetzt halt eh relativ pleite sind, und jetzt nur eigentlich auf Pump jetzt gerade unseren Hof führen. Muss mal gucken, dass wir mit den Körnerfrüchten, die wir jetzt da haben, wenn wir das abgegeben haben, da einen Teil der Schulden abbezahlen. Ich habe diesmal extra von der Fruchtsorte das Ganze so gewählt, dass wir viel Stroh rauskriegen. Dass wir viel Nebenverdienst noch haben durch den Strohverkauf. Stunden hat er schon geschafft. Krass. Wir haben hier eigentlich nur den Funkenmast, was du siehst, hinzugefügt. Da die Lampe, dass man hier Licht hat. Die Waschanlage haben wir hier noch hinzugefügt. Vorne bei der Schafweide haben wir, immer hier ist noch Licht. Also nichts eigentlich. Der Hof hier auf der Gamsing ist eigentlich original geblieben, so gesehen. Hier mal eine Werkzeugkiste, dann eine Werkzeugkiste, da eine Tankstelle, da eine Tankstelle, Bad Blue für normale Diesel. Das ist eigentlich alles normal hier auf der Gamsing. Normal, original. Und dann haben wir Blazables benutzt. Oh, aufpassen, das ist Klumpmatte. Das ist der kleine Sinus, das ist so echt. Total der geniale kleine Radlader, genau richtig für unsere Gamsing. Der hat Knicklenkung und während man einknickt und lenkt, tut es hinten noch mitlenken. Das ist so genial. Der ist sowas von wendig, das macht so Spaß mit dem zu arbeiten. Es sind alles schöne Karten, wenn man sich irgendwann mal dann zurechtgefunden hat und man findet Dinge gerade voll cool, dann hat man seine Lieblingskarte gefunden. Bei uns ist es jetzt hier die Gamsing. Also bei mir, für mich. Der Herr Gepandus, dem macht Spaß, und der Garfield macht Spaß. Die spielen eher so nordfriesischen Marsch, der Gepandus eher so die Wild Wild West, 16-fach Map. Aber die lassen dann meistens arbeiten. Und ich bin halt hier hinten dran, dass man alles so gut wie alles eigentlich immer alles selber macht. Also viele gehen mit Autoload und so, und wir gehen her
und arbeiten schon noch selber und alles. Wir wollen ja Spaß. Ich möchte Spaß dran haben, am Oldschool arbeiten. Und die anderen davon zu überzeugen, dass das Spaß macht, da brauchst du viel. Denen macht es auch Spaß, bin ich mir sicher. Sonst wären sie ja nicht dabei. So richtig ideal ist es halt auch erst mit der Maxi-Hochkippschaukel. Nur gewichtmäßig muss man die unterste Gattung nehmen, also 3000 Liter. Geht top eigentlich. Macht echt Spaß. Du kannst den noch konfigurieren, dass du vorne Doppelbereifung hast. Und kannst vielleicht noch ein bisschen größere Schaufel nehmen. Und du hebst deswegen hinten trotzdem noch ab und ab. Vielleicht noch ein Heckgewicht dran mache, aber so wie es ist, tipptopp. Macht Spaß. Richtig, da haben wir das. Genau so denke ich nämlich auch. Viele spielen den LS nur noch als Manager, aber nicht um eigentlich das, worum es eigentlich geht. Um die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich bin halt eher so ein Freund dessen, dass ich erleben möchte, also auch wenn es nur digital ist, welche Arbeitsschritte wo vielleicht dazwischen drin liegen könnten, bevor unser Essen auf dem Tisch steht. Ich muss mal aber reinhaken, von wegen alles selber machen. Wir machen derzeit Rundballen, ne? Aber wir gehen jetzt nicht her und tun die mit so einer Ballenzange aufladen und sowas. Das machen wir jetzt nicht. Wir arbeiten mit dem Anderson Group DLC und nehmen diesen 24 Ballensammelwagen und gehen daher und sammeln so das Zeug an, also, ne? Ein bisschen Abwägungssache ist es dann doch, wenn man jetzt wirklich alles, wirklich, wirklich von Grund auf alles macht oder ob es sich nicht noch vielleicht eine kleine Hilfe, was der Fortschritt geschuldet, dem Fortschritt geschuldet ist, dass man nicht sowas vielleicht auch nutzt oder so. Ja, aber wenn ich mir andere Leute anschaue, die dann einen riesengroßen Ballen Sammelwagen haben, wo sie einfach hoch Autoload haben da ganz, ganz viel Ballen drauf liegen, ja, und einfach mal an die Ballen ranfahren, zack, ist er drauf. Ja gut, das ist nicht meins. Wenn, dann nehme ich den von der Anderson Group DLC, wo dann diese Zange nach unten fährt und dann setzt er dann drauf und dann musst du warten und dann kannst du weiterfahren, kannst du nächsten holen. Sowas finde ich cool. Das macht Spaß.
Na, was ist dann hier passiert? Was machen die zwei da? Hast du die aus? Da reingerutscht oder was? Ich liebe das, wenn die Anhänger da reinrutschen. Oder verrutschen überhaupt. Das kommt gleich meine Lieblingskurve. Ich fahre schon wieder 70. Ja. Er neigt sich oben schon wieder ein bisschen nach oben. Ich liebe diesen IT-Runner. Ah, fuck. IT-Runner. Jetzt ist mir gerade was gekommen. Wollte mich doch heute Nacht noch auf der Suche machen nach einem IT-Runner-Anhänger, der hinten noch eine Anhängerkupplung dran hat. Käse. Voll verpeilt. Haben wir ja gestern noch drauf gekommen, der Kapandes und ich, dass wir sowas unbedingt jetzt endlich mal aufbauen müssen auf dem Server. Alter, was schiebst du so? Selber bauen habe ich keine Zeit. Gegen der slowakischen, polnischen, russischen Seite bestimmt irgendwie sowas. Da musst du dich durch Millionen Seiten durchzappen, weil die alles nur 4 Mods pro Seite nicht anweisen. Nicht wie bei Modhoste als Beispiel hergenommen. Oder 12 oder 13 auf einer Seite liegen hast. Also der JCB ist voll cool. Schön gelenkig. Aber der IT-Runner Anhänger macht das irgendwie nicht mit. Der lenkt nicht so schön rum.
Ich muss sagen, mit dem Chase B nehmen wir den anderen Zug mit. Oh, wir haben schon 2 Stunden hinter uns. Ja, wie die Zeit vergießt, unglaublich. Wahnsinn. Ich mach mal Ventilator an. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ganz schön warm hier heute.
Warte, hol ich mal gleich das nächste Monster. Warte, weiter geht's. Tu jetzt mein Mikro mal muten und tu dabei mal so Lüfte. Und wenn das fertig gelüftet ist, mach ich das Mikro damit an. Was ist, gehe ich halt her und laber halt trotzdem, obwohl dann die Autos im Hintergrund zu hören sind. Ja, schauen wir mal weiter. Ne?
try to find a way to justify missing the signs I knew. My hands were tied the moment we met, and there was more to you. First time met you, I hope you stay in town. Pretty hair, pretty eyes, wish you were by my side. You are the best any girl could ever wanna be. Always nice, always kind, in the back of your own mind. Is it wrong, is it right to think I could reach so high? You're the moon in the sky, maybe I'll. Maybe I'll run, 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 run. Maybe I'll run. Run, 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 run after you. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you. When I see you, I forget the world is happening. I just stop and stare. Your smile, so bright, makes the sun want to run and hide. I can't believe my find. The impossible is possible in my dreams, and in my dreams you're mine. I look up at the stars at night, think of you, and wonder where you are. Is it wrong, is it right to think I could reach so high? You're the moon in the sky, maybe I'll. Maybe I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you. Through time, through space, my love for you will never fade. Baby, I will hold true. Two worlds apart, how can I get to know you, babe? Why is this space so far? One song, two hearts, though yours seems many miles apart. But baby, you've got mine. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run. Run, run, run after you. Baby, I'll run, 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 run. Baby, I'll run, 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 run after you.
Nee, ich renne, bin wieder da. Ach, herrlich, das war richtig herrlich. Schöne, frische, kalte Luft. Noch ist es kalt. Später ist es dann so hitze heiß, dass man gar nicht mehr Lüfte sich traut, weil dann ist nämlich drinnen heißer als draußen. Das habe ich jetzt nur fix ausnutzen wollen. Hm? Und der eine oder andere wird das bestimmt auch verstehen.
Fahren wir hier mal aus rum. In irgendwie kaum zu reden. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja. Bin mit dieses ab. Oh Gott. Ist er durch? Ja. Oh, wir machen das. Ein Stückchen Wiese. Echt kein Zugang zu dem Land, weiß ich. Nicht mal eins.
In der Außenbahn 16.000 Liter, 17. Haben wir die Reparaturbox aus hier? Kann ich öfters mal machen hier an der Reihe. Strategisch schön platzieren. Nix. Da machen wir noch eine zweite Außenbahn. Dann Ost, West, West, Ost, wie auch immer. Ich muss gleich wieder abtanken. Können wir loslegen. Oh, das steht ja gar nicht da, das steht ja noch weit hinten. Oh cool, wir müssen die 31 dingen, das ist mindestens 8000. Kalten, nicht dingen wollte ich sagen.
Falken 8000 müssen wir jetzt mindestens einkalkulieren. Nur auf den gescheiten Weizenpreis hoffen, der auch stabil bleibt mit 343. Aber ärgert mich ein bisschen, der geht gerade ein bisschen stock in den Keller. Ja, dafür steigt der Strohpreis und der Biber, das passt. Ah, die Hirse sinkt auf. Cool, echt. Ich habe auf Tritikale gesetzt, Hirse und Weizen. Und Hafer. Tritikale, Hirse, Weizen, Hafer. Und bei jeder Frucht ist irgendwie gerade freier Fall in der Bodendose. Und bei den gewaschenen Kartoffeln. Ich meine, ich hätte gerne die Kartoffeln waschen. Das hier zu ernten, oder?
Gerade irgendwie so Phasen, wo ich echt sagen muss, wird ganz bett. Und das ist echt total heftig, wenn ich das jetzt mache, dann ist ja komplett alles Matsche. Machen wir jetzt noch weiter. Wir haben jetzt was haben wir denn? Wie kann Zeit? Doch. 3,5 Stunden. Und wir machen jetzt Schicht. Wir machen jetzt Schicht. Ja, das will ich so. Auf Länge halte ich es jetzt immer aus. Ich muss irgendwie mich mal kurz hinlegen oder so. Okay. Meine lieben Leute, schön, dass ihr da wart. Ich sage tschüss und danke bis später vielleicht. Vielleicht habe ich sogar heute Abend noch was zu machen mit Snowrun. Wir werden es ganz kurz ein bisschen zeigen. Aber die Ehre. Und Tschüsschen. Hätte gerne länger gemacht, aber das ist gerade ein bisschen graus für mich.